herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gut zu wissen, nachhaltig im Mosenland. Zum Thema Nachhaltigkeit gehört selbstverständlich auch, das kulturelle Erbe zu bewahren und besondere lokale Gemeinschaften zu unterstützen. Die Geschichte des Mosenlandes wurde gegen Ende des Zweiten Weltkrieges von einer besonderen Gemeinschaft geprägt, den Franztalern, die in Monse nach einer über 1000 Kilometer langen Flucht eine neue Heimat fanden. Darum habe ich mich hier heute im Karlsgarten neben unserer Basilika eingefunden, die Gedenkstätte der Franztaler bei mir im Hintergrund, und ich treffe Roswitha Marmoser, die damals als Flüchtlingskind in Monse aufgewachsen ist. Liebe Roswitha Marmoser, was unsere Zuseher wahrscheinlich am meisten interessiert, warum habt ihr von einem Tag auf den anderen euer geliebtes Franztal verlassen müssen? Von einer Stunde auf die andere. Von einer Stunde auf die andere. Ja. Die Partisanen sind schon, hat man schon schießen gehört. Und dann ist dieser Marktschreier durch Franztal durchgegangen und hat halt gesagt, um 9 Uhr alles. Dann mehr sein, weil, wie gesagt, man hört schon schießen. Ja, und dann war halt ein Aufbrechen und ja, hat sich jeder geschaut, dass er halt einen Platz gekriegt hat, dass er jeder einen Wagen gehabt hat. Und die Sache ist, was nehme ich mit, gell? Man muss sich ja vorstellen, ihr habt ja da über 120 Jahre ein Dorf aufgebaut mit Kirche, mit Gymnasium, mit einer kompletten Infrastruktur. Das ist alles zurückgelassen worden, ist heute ein Vorort von Belgrad in Serbien, muss man auch dazu sagen. Und ihr habt euch dann, eure Väter und Großväter waren im Krieg, muss man auch sagen. Das heißt, die waren hauptsächlich Kinder, Frauen und ältere Menschen. Und ihr habt euch mit 176 Pferdewegen auf die Reise gemacht, mit Ziel unbekannt. Genau. Und nach einem Monat seid ihr dann in Monse, in der Seeallee, ankommen. Was hat denn deine Mutter oder deine Großmutter erzählt? Wie war denn das damals? Ja, von der Mutter weiß ich wenig, wie gesagt, weil sie einfach nicht gern drüber gesprochen hat, aber die Oma, ja, es war auch einfach Angst da, gell? Ja. Es war kein Krieg nicht mehr, aber, was heißt, es war schon ein Krieg, aber es war halt da ruhiger wie unten. Aber die Oma hat sich halt so gefürchtet, dass sie gekommen sind und da sind so viele Berge. Und sie hat halt gesagt, nein, da wächst ja gar nichts. Sie hat halt ihren Gemüsegarten und ihren Blumengarten im Kopf gehabt. Und ja, da sind sie dann gut aufgenommen worden und auf verschiedene Bauern eben verteilt worden. Also man muss sagen, ihr seid da angekommen, es sind 176 Pferdewegen, es waren in etwa 6000 Menschen. Wenn man es hochrechnet, so viel Leute. Ja, die sind auf einen Durst da bei der Seeallee angekommen, dann sind einmal die alle verköstigt worden und dann sind sie auf Bauern aufgeteilt worden. Genau. Ich kann mir ja vorstellen, dass das damals auch nicht so einfach war. Die Dosigen haben nichts gehabt, ihr seid gekommen mit gar nichts. Was kann man aus der Zeit was sagen? Weiß man da noch was? Oder redet man da auch noch gern drüber? Ja, die es gut gehabt haben bei den Bauern, reden ich sehr gerne. Und die haben auch jetzt nur Verbindung. Okay. Und zum Beispiel, wo wir gewohnt haben, die alte Bäuerin ist sogar mein Goden geworden. Okay. Roswitha, du bist mit 2 Jahren dann in ein Flüchtlingslager gekommen. Das war in Schwarzindien und warst dort ungefähr 10 Jahre lang. Und du hast mir einmal erzählt, das war die schönste Zeit deines Lebens. Warum? Weil dieses Zusammengehörigkeitsgefühl einfach ein Wahnsinn war. Die Alten sind am Abend vor der Hütten, vor der Baracken gesessen. Die Jungen haben, wir Kinder haben gespielt und haben gekocht aus unseren Garten. Und ja, es war einfach diese Zusammengehörigkeit. Also eine sehr starke Gemeinschaft, ja. Und mit diesem gemeinsamen Erlebnis der Flucht war das einfach nur viel intensiver. Richtig.
hereinspaziert in die schöne Stube. Ja, danke Roswitha, dass du uns mitgenommen hast in die Heimatstube der Franztaler. Das ist übrigens ein Teil der Monseer Museen. Man kann auch jederzeit besuchen. Ja, man muss halt vorher die Roswitha anrufen. Die Informationen finden Sie im Internet. Und wir haben noch gar nicht gesagt, wo diese Räumlichkeiten überhaupt sind. Genau. Die sind nämlich über unserem Büro, über dem Tourismusbüro in der Dr. Franz Müller Straße, also in jenem Haus, wo damals die Flüchtlinge angekommen sind. Und wie es so ist, also die Donauschwaben sind damals ausgesiedelt worden, in die Nähe von Belgrad und dann nach über 120 Jahren wieder zurückgekommen. Es hat sich eine eigene Kultur entwickelt in dieser Gemeinschaft, in dieser deutschsprachigen Gemeinschaft. Und ihr habt noch ein paar Dinge retten können, die damals mit diesem Flüchtlingsdreck den Weg nach Monse geschafft haben. Was kann ich denn da erinnern, was sehen will, was sehe ich? Zum Beispiel das Brautkleid. Das ist die Goden, also das ist von der Horn gekommen und mein kleines Muttergottesmädchen, weil da war meine Großmutter maßgeblich beteiligt daheim zur Pflege, also was jetzt ich da noch. Diese traditionellen Trachten? Ja, Muttergottesmädchen. Und wo du dich darum kümmerst, dass dieses Wissen um diese besondere Tracht nicht verloren geht. Ja, genau. Es ist viel Arbeit. Aber wenn es dann so bei Sonnenschein so gingen, ist alles vergessen und es ist einfach eine Freude. Einmal im Jahr trifft sich hier ja die Franztaler, das haben wir ja auch noch nicht gesagt. Wann ist denn das? Weil da tragen ja die Mädchen und auch Erwachsene tragen ja diese traditionellen Trachten. Da kann man das einmal nur wirklich sehen. Genau. Jetzt leider nur mehr Pfingsten. Pfingstsonntag oder Samstag. Pfingstsamstagnachmittag. Da haben wir zuerst ein gemeinsames Essen bei der Krone und dann gehen wir in die Kirche, um 14:30 ist immer Messe und anschließend ist Pfingsttanz. Und der Pfingsttanz ist auch eine Tradition, die sehr aus Franzern ist. Ja. Also was da herinnen auch noch gibt, es gibt ja ganz viele noch Dokumente, die übrig geblieben sind. Es gibt vereinzelte Fotos. Ja, es war damals nicht so üblich, dass man mitten im Krieg einfach eine Kamera auf drin hat und irgendwas fotografiert hat, muss man auch dazu sagen. Ja. Und einfach ein Überblick über die Geschichte, ganz schöne Stickereien sind da in diesem großartigen gläsernen Tisch drinnen. Wie groß ist denn eigentlich diese Community oder diese Gemeinschaft der Franztaler heute noch, kann man das sagen? Viele Menschen. Sehr viele Menschen. Also speziell Österreich, Deutschland, Amerika. Ja. Also die halten das so hoch. Ja, also. Ja, ich habe gelesen, es gibt eine Franztaler Volkstanzgruppe in St. Louis zum Beispiel. Yes. In Kalifornien auch. Aber da besteht auch noch ein Kontakt durchaus zwischen euch, die ihr da drin seid und die damals dann wirklich ausgewandert sind noch. Wir telefonieren auch, also spenden auch und schreiben uns und so weiter und so fort. Du hast ja auch mittlerweile Kinder, Enkelkinder, Urenkel. Lebt dort diese Tradition der Franztaler noch weiter oder wird sie das irgendwann einmal verlieren? Also in meiner Familie Gott sei Dank nicht, weil meine 5 Töchter sind zum Beispiel Muttergottesmädchen gegangen. Die ganzen Enkelinnen. Eine Urenkelin, weil die Kleine ist noch zu klein, aber das wird das nächste Mal unter Gottes Mädchen. Also ich habe keine Schwierigkeiten. Man muss ja dazu sagen, das Anlegen von den Trachten ist ja nicht das Einfachste. Es ist ja nicht einfach, dass man sich ein Dirndlkleid anzieht. Nein, aber vielleicht soll ich das jetzt gar nicht so. Wenn ich meine Enkelkinder gefragt habe, möchtet ihr Pfingsten gehen, sage ich jetzt einmal. Mit dem Monseehäubchen oder mit dem Muttergottesmädchen? Wenn ich dann sage Muttergottesmädchen, dann sagst du ja. Also, wobei da nur Dirndlgewand und Monseehäubchen aufsetzen wirst, aber. Man merkt halt doch, die Mama, die Oma ist da ein Vorbild, die kümmert sich drum. Und liebe Roswitha,
ein herzliches Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast, dass du uns das da gezeigt hast. Wie gesagt, vielleicht nehmt auch ihr, liebe Zuseherinnen und Zuseher, die Gelegenheit einmal wahr, setzt euch mit der Roswitha in Verbindung. Sie kennt wirklich ganz, ganz viele Geschichten und kann euch ganz, ganz viele Sachen auch da in der Franzthaler Heimatstube zeigen. Großartig, dass wir es bei uns haben. Herzlichen Dank. Ja. Und weiter so, ich freue mich immer, wenn ich die Triffe mit dir ein bisschen plaudern werde. Ich auch.